Diese größte Brücke über den Fluss Paraguay wurde noch in der Zeit des Diktators Stresner gebaut. Paraguay-Platz, ja. Das ist Asunción, das Zentrum. Dieser Weg zieht sich quer über das Land, von Ost nach West, und verbindet die Mennonitenkolonien mit der Hauptstadt Asunción. Im Osten des Landes beeinflusst das tropische Klima die Vegetation und eine üppige Palmenlandschaft. Am Straßenrand haben Viehzüchter ihre einfache Wohnungshäuser eingerichtet. Gelegentlich verkaufen die Frauen an vorbeifahrende Honig, den sie im Wald bei den Wildbienen gesammelt haben. Auch solche Lebensverhältnisse am Straßenrand sind keine Seltenheit für viele Indianerstämme. Das Land im Chaco sieht ganz anders aus als im Osten. Palmen sind hier nur selten zu sehen, aber Flaschenbäume sind hier überall anzutreffen. Wir fahren durch Philadelphia in Chaco, zum Haus von Arthur und Frieda Schellenberg. Si puede venir, si, si puede venir bien, es mejor para mí. Si, si, si. No me cuenta ese. Sí. Ay, ay, ay. Sí. Gefolgt der Einladung der Familien Arthur Schellenberg und Peter Kopper kamen wir nach Fernheim im Chaco zu Besuch. Die Bauweise der Häuser mit Terrassen ist im Chaco verbreitet. Die Wände des Hauses sind dadurch von den brennenden Sonnenstrahlen geschützt und bleiben kühl. Ich schäme mich, dass ihr mit dem Glas erstens heute ja. Ja, bis Ende los hier. Ja. Noch ja. Leider teilweise. Ja, so kommen wir nicht auch in meine Herren. Wir haben eine Viehpflanze gekauft. Ja, da kommen viele Kompanie. Viele Deutsche, die von hier weggegangen sind. Jetzt kommen sie zurück, haben sie ein bisschen Geld und wollen hier ihr Leben verändern. Die sind aber von Russland, meine Lieben. Ach so. Ich glaube, direkt von Indien. Es ist eine Art von Kräutertee, der mit kaltem Wasser vorbereitet wird. Tereré nennen die Paraguayer dieses Getränk. Er hat einen etwas bitteren Geschmack und regt die Verdauung an. Ich habe noch Musik.
für den Durst gut. Wir werden ja alles abholen, wie hier eben ist. Und no, das auch nicht, schlafen. Der ist jemand von Deutschland, dort man kann mal dort aufnehmen, was die Mensch sagt. Frieda und Arthur, Käthe und Peter haben schon vor einigen Jahren Deutschland besucht. Bei unserem Besuch wollten sie uns nicht nur die Mennonitenkolonien zeigen, sondern vielmehr ging es im Gespräch darum, welchen Beitrag die Mennoniten gegenüber dem einheimischen Volk leisten. Dazu besuchten wir eine Ansiedlung der Indianer in der Nähe von Philadelphia. Wir kamen mit diesem Auto und haben uns das hier angeguckt. Die Indianer leben meistens getrennt von den Mennoniten in eigenen Ansiedlungen. Unser Besuch in der Schule mit einer Kamera und Fotoapparat sorgte für Aufregungen unter den Schülern. Die Schulleiterin erteilte uns eine Genehmigung, in die Klassen während des Unterrichts reinzuschauen. Hier sind wir zu Besuch in einer Schule und hier wird der Unterricht geführt. Uns wurde gestattet, hier reinzuschauen. Die Schüler machen ihre Aufgaben. Diese Kinder gehören zu einer neuen Generation der Indianer Lengua in Paraguay. Und wie sehen die sozialen Verhältnisse der Indianer aus? Wir wollten einen Einblick bekommen und haben uns umgesehen. Das ist ein neues Haus, die für Indianer gebaut wurde von dem Gouvernement Chaco, oder? Oder von den Mennoniten? Ja, zusammen. Ganz typisch ist, dass die Indianer hier, hier sieht man das, sitzen vor dem Haus auf dem Hof hier. Und da leben bestimmt ein Stück 11 Personen drin, wenn nicht mehr. Diese Frau erlaubte uns einen Einblick in ihre Wohnung. Viel Habseligkeiten sind hier nicht vorhanden. Es sind zwei Betten. Und alles, was sie hier hat, ist dann eben hier in diesem kleinen Wohnung.
Hier kann man sich kaum umdrehen. Und das ist aus Blech zusammengebastelt. Der Ehemann arbeitet in der Stadt und die Ehefrau mit ihrem Kind lebt in dieser Hütte. In der Nachbarschaft wird für diese Familie ein neues Haus gebaut. Da werden die es schon einfacher haben. Das ganze Leben einer Familie spielt sich unter der Aufsicht und mit der Beteiligung der Nachbarn ab. Eine moderne Parabol-Satellitenantenne neben dieser armseligen Hütte. Das war ein überraschender Anblick. Das ist einer von den Männern Guarani. Er ist ein guter Maurer und übernimmt die Arbeit, kann gut arbeiten. Er ist selbstständig. Wie die Arbeit gemacht werden soll. Das ist die Zentralschule, in denen die Kinder eine Weiterbildung erhalten. In der Nähe der Schule befindet sich ein Internat für Indianerkinder verschiedener Stämme. Die Leitung dieser Schule und der Unterricht ist in den Händen der Mennoniten. Einige Deutsche sind auch unter diesen Kindern, die die Schule besuchen. Hier in Paraguay. Wenn ich fragen darf, wie lange arbeiten Sie hier schon? Im Kollegium 8 Jahre. 8 Jahre schon. Und vorher habe ich dann so bei 15 Jahren schon, fast 15 Jahre im Krankenhaus. Mhm. In der Ausbildung von Krankenpflege. Mhm. Ist das Kabinett des Direktors? Und in der Schule sind 135 Schüler. Also hier haben wir verschiedene Gruppen, das sind von der Chulupi, oder Nivakle, wie sie sich nennen, in Flit, eine andere Gruppe, das sind diese zwei verschiedene Gruppen. Wie viele Schüler sind in der Klasse, nicht nur in dieser? Also in der 8. haben wir 39, ja. Das ist eine Gruppe und dann daneben an ist die andere Gruppe. Mhm. Das ist die 9. Klasse der Schule. Welche sind hier vertreten? Also hier Gruppen? Haben wir wieder diese zwei Gruppen, die schon erwähnt wurden, ja. Die Nivakle und die Entlet. Mhm. Dann haben wir hier auch Sanapana. Mhm. Tova Ayaka oder noch?
Koma haben wir hier. Und so einen Mennoniten und einen Paraguayer. Ganz gemischte Gruppe. Die Ausbildung, die sie hier bekommen, ist voll anerkannt von der Regierung. Also wenn sie hier die 12. Klasse abschließen, bekommen sie ein voll anerkanntes Zeugnis. Und sie hätten dann die Möglichkeit, irgendwo an einer Universität weiter zu studieren. Vorläufig ist das nicht unser wichtigstes Ziel. Unser Ziel ist, hier Leute vorzubereiten, die dann zurück in ihre Gemeinschaften gehen, um da zu arbeiten. In den letzten 2 Jahren, wo sie hier sind, bekommen sie dann parallel zu dem normalen Unterrichtsprogramm auch eine Berufsausbildung. In diesem Jahr sind es 4 Bereiche, wo sie sich dann eine auswählen können. Das ist erst einmal die Lehrerausbildung, dann ist eine Buchführerausbildung, eine Mechanikausbildung oder eine Gesundheitsfördererausbildung. Also im Ganzen haben Schüler. Wir dann in der Klasse 16 Schüler. Ja. 5 von ihnen nehmen hier die Buchführerausbildung, 5 machen eine Lehrerausbildung und 6 machen eine Mechanikausbildung. Und am Dienstag und Mittwoch ist die Gruppe dann aufgeteilt in diese 3 Gruppen. Und an den übrigen 4 Tagen in der Woche machen sie dann das normale Programm der 12. Klasse. Von verschiedenen Ethnien, sagen wir. Ja. So, und die sprechen dann halt Churupi, Lengua, Guarani, ja. Spanisch und ¿qué hay? De Sanapana, Sanapana und Tova. Und die Kommunikationssprache ist Deutsch oder Spanisch? Spanisch, Spanisch, ja. Alles, ja. Aber Sie selbst, Sie kommen aus einem spanischen oder aus einer deutschen Familie? Ja. Ihre Eltern wohnen in Philadelphia. In Philadelphia. Wir haben ja. Das so, die anderen, was wir heute gesehen haben, die gehen zur Schule und lernen schon alle. Und sie haben auch schon den Ausweis, dass sie gebürtige Paraguayer sind. Mhm. Und dann kommen die weiter zur Entwicklung. Und wenn es bis zur Wahl ist, dann können die wählen und auch von ihren Leuten endlich reinsetzen, dass die vielleicht über uns sind. Und wenn die über uns sind, dann denken die anders als wir. Die haben eine andere Mentalität. Sodass wir müssen uns an die Politik mitbeteiligen, dass es gesund läuft, dass wir aufrichtige Leute nicht stehlen. Und dass wir solche Leute haben, die das dann auch wirklich alles gut verteilen und dem ganzen Volk. Darum geht es jetzt. Habe ich gestern Abend eine Sitzung gehabt mit dem Gouverneur. Da waren 50 paar Leute eingeladen. Wir planen, was wir für die nächste Wahl für einen Menschen wollen suchen. Weil die Indianer haben auch schon einen. Und die Indianer gehen wählen. Die gehen alle, wenn sie nur kennen. Unsere Leute wollen nicht wählen. Die Mennoniten. Die Mennoniten haben das in der Kirche gelernt, wir dürfen nicht mit der Politik was zu tun haben. Das geht uns nichts an. Und da denken wir jetzt schon so ein bisschen verschieden. Wir denken, dass wir sollten doch lieber in die Politik, aber aufrichtig sein und zeigen, dass wir Christen sind, dass wir nicht stehlen wollen, auch nicht korrupt sein. Das ist unser Streben. Da sind etliche, die sind in der Politik und das hilft sehr viel, dass die armen Leute das Geld kriegen, was sie vom Ausland borgen können. Das ist die Sache, warum jetzt doch eine Gruppe Mennoniten, die machen mit in Politik. Das ist ein bisschen finster da, ja? Nee, das geht alles aufzunehmen. Nee, hoffentlich hier. Ja, schön. Fleisch und verschiedene Sachen. Ja, eben von oben gebracht, die haben da im Super eine Küche. Da kannst du dir alles kaufen, fertig. Das ganze Mittag, das Salat und Beef und Hühner und was immer du brauchst. Dies ist die Küche und weiter das Waschzimmer. Der Wohnung Frieda und Arthur Schellenberg.
mein Sohn, wegen ihm habe ich das angefangen. Arthur Schellenberg ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, Landwirt und Viehzüchter. In seiner Werkstatt werden Kraftstoffpumpen für Dieselfahrzeuge repariert. Ich bin verheiratet und nach Kanada ausgewandert. Und ich habe gesagt, ich lasse mich nicht aus dem Kopf bringen. Diese Maschine ist dann eben in Brasilien gekauft worden. Und mit dieser Maschine hat Arthur angefangen zu arbeiten. Nebenan steht die zweite, die jetzt in Betrieb ist und bedient wird und die Pumpen repariert werden. Das ist die neue Ernte von Erdnüssen, die von der Kooperative zusammengekauft wurde, zur Weiterverarbeitung und zum Export. Die Arbeit wird von den Indianern gemacht und kein Deutscher will mehr am Steuer als Traktorist sitzen. Zahlenmäßig gesehen sind die Mennoniten in Paraguay eine verschwindend kleine Minderheit. Ein Mennonit auf 200 Einwohner. Aber wirtschaftlich sind sie eine starke Kraft im Lande. Die Viehzucht bringt den Mitgliedern der Kooperative Fernheim im Chaco mit Abstand die größte Einnahme. Auf diesem Feld ist das Gras gemäht und diese Bälle, genauso wie in Deutschland, werden vorbereitet für das Vieh. Im Winter. Im Winter. An dieser Stelle sind es 2000 Hektar Land, die Arthur Schellenberg besitzt und für Viehzucht benutzt. Die gesamte Fläche ist so groß, dass auch eine Straußenherde einige Tage hier genügend Platz finden kann, ohne dass sie der Viehzucht schadet. Auf seinem Land hat Arthur einige Bäume einer neuen Sorte von Grapefruit angepflanzt. Die Früchte sind süß und ausnahmsweise groß. Die sind so groß wie ein Fußball. Ja. So, dann haben diese werden ein bisschen süßer sein. Die Flee.
warm. Ich ziehe warm. In der Kooperative kann jeder Viehzüchter sein Vieh abliefern, damit es von hier aus in großen Frachtern zum Schlachthof weitertransportiert wird. Im Zentrum der Ansiedlung Philadelphia befindet sich die Mennonitenschule. Ein kleiner Einblick auf dem Schulhof und in die Klassenräume erzählen über die Stimmung bei den Kindern. Im Museum Jakob Unger erzählen alte Gegenstände die Geschichte der Einwanderer in Paraguay. 1939 gebaut, der Raum hier unten, das war anfänglich auch Versammlungsraum für die Gottesdienste. Da hatte man da vorne eine etwas gehobene Holzbühne so, und da oben stand hier. Die Namen der ersten Ansiedler in Fernheim sind auf diesen Tafeln eingetragen. Unter ihnen auch Peter und Gerhard Kopper. Und die Männer haben sich ganz angestellt. Die Kanadier. Ganz angestellt und sind meist so geworden als wir auch. Also Schule und Gottesdienste, sogar verschiedene andere Sachen. Einstellen. Aber die von Rio Verde und von Nueva Durango und die in Mexiko leben, die in Bolivien leben, sind alles die Menschen, die in Männern wohnen. Die haben sich nicht angestellt. Die hatten diese Begegnung nicht mit den Fernheimer. In den Sommerfeldern sind die Bestien alle. Und die Rio Verde und Durango sind gerade so geblieben, was sie wären. Und dort sind wir eigentlich 100 Jahre. Also ich würde mal so sagen, vor 100 Jahren wie Wielich. Doch Wielich, verhielten uns Lich, hat Lich geschönt, alles. Und dann in Russland, wie eine Reform oder andere.
Schule war der reformierte, breite Gemeinde entstand und man bekämpft sich und trennt sich und so wieder und dann wir in der Revolution oder andere. Aber die anderen alle in Kanada gewohnt, weil alle nicht mitgemacht haben. Nach einer Einladung von Arthur kam an einem Nachmittag der Schriftsteller Peter Klassen zu Besuch. Er wohnt in der Nachbarschaft. Wir hatten die Gelegenheit, uns im Gespräch näher kennenzulernen. Nun wundern, hat er näher sein wie in den Kopfbedeckung, in den Füßen, die haben nicht lange Bett zu drohen. Und er wundert sich, dass sie so sind. Ja. Du sind wie doch, war da unerscheidlich mit dir, mit wo er heute halt zurückgekommen ist. Oh, ja, das ist nach Waderland, richtig. Die haben sich sehr stolz, in Russland haben sie sich sehr stolz an die Baptisten gehört, Baptisten und Apostel. Ja. Und den Ehre, und haben dann an Ehre, auch an die Bedrängnis, was sie wären, haben sie sich vorne angenommen, die sie verrechtet haben, und die wir auch gar nicht mitgemacht haben. Ja. Die wären alle in Moskau und in 21. Ja. Die Eltern von meiner Frau mit Erichen Jakoma Ruth. Ja. Und ihre andere, alle andere Freundschaften. Die Eltern von meiner Großmutter und deren Freundschaft, alles war zurückgeschickt. Und die sind dann erst ohne 79, zwischen 70 und 90 so rausgekommen. Die haben wieder besagt. Und das sind die Gemeinden von der Heretkreise. Ja. Die Tante wurde niemals ohne Druck an der Tür kommen. Nee. Und sich auch niemals lange beizutragen, auch niemals einen Fernseher anschaut. Nee. Katharina Köppel hatte Geburtstag. Sie wurde 90. Ihre Tochter Käthe kam mit ihrem Ehemann zu diesem Anlass aus Kanada. Sie brachte alte Fotos mit, die auch für ihre Mutter wichtig waren. Auch Käthe und Peter hatten uns eingeladen. Ihr großes Haus in Philadelphia steht an einer Straßenkreuzung mit Bäumen und Büschen zugewachsen. Wie auch bei allen Einwohnern im Chaco wird das Regenwasser vom Dach durch Röhre sorgfältig gesammelt und gespeichert. Der älteste Sohn Orlando hat sich selbstständig gemacht. Wo bist du jetzt? Na, ich bin auf der Maschine, da hat Wut erlassen mogen. Da hat Wut erlassen mogen? Und du das? Ja, ich weiß nicht, aber das ist mir das. Und du das ganze Reparatur? Ja. Peter unterstützt seinen Sohn. Ich habe viel Hoffnung auf die Kinder, nicht? Ja. Auch Helmut Wiens. Der Schwiegersohn von Arthur hat den Schritt in die Selbstständigkeit unternommen. Er hat vor einigen Monaten diese Maschinen in Deutschland gekauft. Und hier in Philadelphia will er eine neue Werkstatt aufbauen. Für seinen jüngsten Sohn Elvis hat Peter ein Baugrundstück gekauft. Und demnächst wird hier ein modernes Haus entstehen. Viehzucht ist die sichere Grundlage für seine finanzielle Aktivität. Käthe und Peter hatten uns eingeladen, ihre Ranch für Viehzucht zu besuchen. Die befindet sich in einer Entfernung
80 Kilometer von den Ansiedlungen. Die Grundstücksgrenze markieren die Bäume. Das ganze Feld, soweit bis an dieser Grenze da hinten, gehört einem Besitzer, Peter Kopper. 500 Hektar. Bis an dieser Grenze da hinten weiden die Kühe auf seinem Land. Um das Weidenland zu erhalten, muss der Busch ständig gerodet werden. Alle Pflanzen im Chaco haben spitze Stacheln und passen sich an der Hitze an. Dach. Hast du verstanden? Nein, habe ich nicht. Nein? Nochmal. Ja, dieser Baum, wenn er groß ist, dann macht sehr große Schatten. Ja. Und ganz gute Dach. Ja. Regen geht nicht durch. Durch diese? Ja. So. Ja. Das Feuer am Abend sorgte für gute Stimmung und Peter grillte Fleisch. Asado heißt es in Spanien. Auf der Ranch haben Peter und Käthe einige Pferde und Milchkühe. Wie viel Milchkühe gemolken werden, konnten sie nicht genau sagen. Seine Indianermitarbeiter jedenfalls haben so viel Milch, wie sie verbrauchen können. Das ist genug schon. Ja. Fettarme. Hola, hola, wir sind Arleanura, Conciencia, Cambio. ¿De dónde? Como es, pero más finito, él quiere llevar. Eine sichere Radioverbindung aller Viehzüchter erfolgt durch ein zentrales Antennennetz bis 200 Kilometer. Durch Satellitenantennen hat Fernheim eine feste Fernsehverbindung mit der ganzen Welt. Guten Morgen, wo sind die Warlader? Cambio. Also die Tamskos da, die Tamskos. Das ist das Cambio. Trappel, Cambio. Das ist das Planen.
Ja, ja, wir waren an Spalte, da du nicht hinzukommen. Das ist nicht Geburtstag, da war wir hier nicht für Leberwaffen kommen. Komm ja. Man kalkuliert im Durchschnitt auf 500 Hektar Land mit 500 Rindern. Dazu wird viel Wasser benötigt und eine Grundwasserpumpe mit Windradantrieb gehört zur Ausrüstung einer Ranch. Dumme Kuh. Dumme Kuh. Das war richtig. Dumme Kuh. Das ist noch ein bisschen mehr wie ein Jahr alt. So was, wie ja. Das. Aber sieht mal aus, dass es ganz... Dass es eine dumme Kuh ist. Das ist ein bisschen älter. Das ist ja, ja. So wie wir. Im Regen sind diese Straßen glatt wie Seife. Aber mit Peter am Steuer kamen wir sicher nach Hause. Alicia brachte uns zurück nach Asunción.